zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch das Unboxing von der Brigitte Box September, Oktober 2020. Die kommt ja immer alle 2 Monate, kostet 29,95 Euro. Ich habe aber wie immer einen 5 Euro Rabattcode für euch und ich darf auch eine Box an euch verlosen. Also wenn ihr Lust dazu habt, zu erfahren, was da drin ist und eine gewinnen wollt, dann bleibt dran. Viel Spaß mit dem Video. Also ihr Lieben, mein Code heißt Franka, wie immer. Dann spart ihr 5 Euro auf die erste Box und ihr könnt sie quasi für 24,95 mal ausprobieren. Wenn ihr ein Jahresabo oder ein Halbjahresabo abschließt, geht der Preis sowieso runter. Und wenn ihr generell an so Brigitte-Boxen und sowas interessiert seid, könnt ihr gerne auch meinen Kanal abonnieren. Das ist nämlich komplett kostenfrei. Dann könnt ihr auch immer an den Verlosungen teilnehmen. Und ich öffne ganz, ganz viele Beauty-Boxen, sei es Brigitte-Box, Barbara-Box, Pink-Box und so weiter, was es alles gibt. Und ich habe auch schon eine kleine Sneak Peek von den Adventskalendern davon geöffnet. Da durfte ich so 4 Produkte zeigen. Ich hoffe jetzt, dass ich bald den kompletten Kalender zeigen darf. Ich verlinke euch das auf jeden Fall alles in die Infobox unter dem Video. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Es gibt gerade noch so eine Early Bird Rabattaktion. Lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt würde ich sagen, machen wir die gute Box auf. Ich bin mega gespannt. Los geht's. So, bevor wir starten, innerhalb der Verpackung war eine kleine alkoholfreie Sektflasche eingepackt. Extra ist auch nichts passiert. Es war einfach so in Papier umwickelt. Fand ich total cool. Und zwar nennt sich das Kolonne 0. Das ist ein Rosé, der alkoholfrei ist. Und das finde ich ziemlich gut. Das soll vielleicht so ein Sekt oder ein Wein sein, aber hier steht schäumender Wein. Also insofern, okay. Also ich bin sehr gespannt. Nur das Ding muss eiskalt sein, sonst schmeckt das nicht. Gerade bei so alkoholfreien Sachen finde ich, die müssen wirklich richtig kalt sein, sonst geht es meistens gar nicht. Deswegen lasse ich das jetzt mal, aber ich finde es auf jeden Fall gut, so eine Option mal zu haben. Und ich freue mich jetzt, die Box zu öffnen. Das Design ist super schön. Hier steht drauf, die goldene Jahreszeit naht und es soll irgendwie ein glanzvoller Auftritt sein. Bin ich sehr, sehr gespannt. Übrigens, apropos goldene Jahreszeit, wenn ihr auch Interesse an meinen Blumen habt, schaut in die Infobox. Da verlinke ich die euch auch mal. Ihr bekommt da nämlich sogar diese Vase kostenfrei. Ich erwähne das nur, weil ich werde jedes Mal danach gefragt und ich liebe die. Die sind von Blumon. Habe ich mir selbst bestellt. Es ist der Hammer irgendwie. Okay, ups, ich mache jetzt die Box auf. Und in der Brigitte-Box sind nicht nur Beauty-Artikel, sondern auch Lifestyle-Sachen drin. Deswegen hat man auch manchmal so einen Sekt dabei. Und übrigens war natürlich auch wieder eine Zeitung mit. Das hätte ich jetzt schon fast vergessen. Das war die Brigitte Woman. Das ist eine Zeitung, glaube ich, für Frauen so ab 40 oder 30, 40. Das ist auch die aktuelle Ausgabe Oktober. Sie kostet 4 Euro. Und da ist so ein Herbst-Special mit drin. Das finde ich richtig cool. Werde ich mir auf jeden Fall durchlesen. Freue ich mich schon mal. Und jetzt machen wir einfach mal gemeinsam die Box auf und gucken mal rein. Die ganzen Details übrigens zur Verlosung, die findet ihr am Ende des Videos, aber auch in der Infobox. Ihr müsst natürlich Abonnent sein, dem Video bei Gefallen einen Daumen nach oben geben. Gerne mit dem Hashtag Brigitte kommentieren und schon wandert ihr in den Lostopf, nur dass ihr grob Bescheid wisst. Und jetzt mache ich sie wirklich auf. So, also. Hier oben auf liegt ein kleines Heftchen, da stehen die ganzen Produkte mit Preisen drin. Da schaue ich noch nicht rein und ich sehe etwas, boah, das ist voll cool, ich kenne das schon. Das ist der Hammer von Dr. Oetker, Mini-Gugelhupf mit Schokolade. Ich hatte das schon mal probiert mit Zitrone, da gibt es das nämlich auch. Und ich muss sagen, diese Dinger sind so, so gut, weil sie extrem saftig sind. Zumindest die mit Zitrone waren das. Aber ich muss gestehen, ich habe gerade ein fettes Stück Kuchen gegessen. Nämlich, ich habe so einen Kirschmandelkuchen gegessen und ich bin voll. Das heißt, ich werde das jetzt nicht probieren. Aber die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und vor allen Dingen, macht sie wirklich in eine Packung, die dann, wo sie saftig bleiben, weil die trocknen relativ schnell aus. Das heißt, esst sie entweder schnell oder macht sie in eine Packung rein, wo sie dann luftdicht verschlossen sind. Kann ich euch nur den Tipp geben. Hier sind 9 Stück drin, die hat man auch ruckzuck leer. So, dann starten wir jetzt mal mit den Produkten. Was ich hier erstmal sehe, es sieht richtig gut aus und vor allen Dingen so, dass ich es überhaupt nicht in anderen Boxen jemals hatte. Das finde ich schon mal nicht schlecht, weil ich öffne ja so viele Boxen und häufig wiederholen sich Sachen. Aber hier kenne ich erstmal nichts davon. Finde ich schon mal gut. Und zwar, das erste, was wir haben, ist von Marokko ein Arganöl Repairing Shampoo. Sowas ist natürlich schön. Ich habe natürlich auch gefärbte Haare. Das heißt, da kann so ein bisschen Pflege nicht schaden. Das ist auf jeden Fall frei von Sulfaten und Parabenen. Und ich rieche erstmal hier dran, ob das gut riecht. Oh ja, das riecht anders als erwartet.
Das riecht ein bisschen süßlich nach so einem Vitamin-C-Bonbon oder sowas. Ganz interessant. Ja, genau. So würde ich es beschreiben. Wie so ein Nimm-2-Bonbon. Kurios, ne? Aber sehr, sehr lecker. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass so ein Arganöl vielleicht so ein bisschen gourmandig riecht oder so, aber gar nicht. Aber gefällt mir auch trotzdem, muss ich sagen. Und hier haben wir den passenden Conditioner. Und der riecht nach nichts. Jedenfalls nicht so stark wie das Shampoo. Okay, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Das kann ja nicht schaden. Es ist eine restrukturierende Haarspülung, die kräftigt und regeneriert. Finde ich schön, dass man gleich zwei Produkte hat, die perfekt zusammenpassen, die man zusammen ausprobieren kann. Dann habe ich hier etwas gesehen, das finde ich richtig genial. Und zwar von L'Oreal, eine Volume Million Lashes Mascara mit so einem, ich glaube, das hat ein Silikonbürstchen. Ich gucke mir das mal gerade an. Ja, genau. Allerdings sieht es sehr vielversprechend aus. Ich werde das gerne mal testen. Ich denke, diese Mascara kostet alleine doch schon locker 10 Euro. Insofern richtig cool, dass das da drin ist. Werde ich gerne testen. Passt jetzt perfekt zu meinem Outfit, ne? Coole Mascara, sehr schön. Da freue ich mich. Dann haben wir hier ein Deo und ich liebe Deos, muss ich sagen. Und benutze auch immer gerne unterschiedliche, weil ich habe auch das Gefühl, dass man sich an ein Deo gewöhnen kann und dass es nach einer gewissen Zeit nicht mehr so richtig wirkt. Wer kennt denn das von euch auch? Gerade bei den aluminiumfreien Deos finde ich, am Anfang wirken die bei mir immer gut. Und irgendwann entwickelt sich ein komischer Geruch oder es gefällt mir nicht mehr so gut. Deswegen teste ich da gerne was Neues. Und das hier ist ohne Palmöl und ohne Aluminium, liebevoll frisch steht hier. Müssen wir mal riechen, ne? Ich sprühe eigentlich immer gerne hier auf so ein Tuch. Oh, das riecht aber sehr, sehr gut. Das riecht ein bisschen nach Veilchen. Boah, das riecht voll angenehm. Auf jeden Fall floral nach Veilchen, würde ich sagen. Super. Ja, das werde ich auch testen. Sehr, sehr schön. Ohne tierische Inhaltsstoffe, vegan. Schön. Als nächstes sehe ich hier etwas von Hypoallergenic. Ich glaube, diese Marke gibt es im Müller. Ich glaube, da habe ich die schon mal gesehen. Und das ist wohl ein regenerierender Lip Balm, ein Lippenbalsam. In einer richtig coolen Verpackung, muss ich sagen. Das finde ich auf jeden Fall mal ganz schön. Ich mache das mal eben auf. Ups. So schaut das aus. Oh. Riecht nach nichts. Schon mal gut. Und eine schöne Form, ne, für einen Lippenbalsam, das habe ich noch nie gesehen. Kann man den rausdrehen? Ja. Und auch wieder zurückdrehen, wunderbar. Also das ist nicht schlecht. Hat man mal eine etwas andere Form. Mal gucken, vielleicht ist der besonders schön. Ich lese mal euch vor, was da steht. Die Marke Hypoallergenic will Make-up-Produkte für sensible und zu Allergie neigende Haut entwickeln. Der Regeneration-Lipbalm soll spröde und rissige Lippen beruhigen. Der enthaltene Aloe Vera-Extrakt kann für mehr Feuchtigkeit sorgen und soll die Regeneration unterstützen. Ein UVB-Filter schützt die Lippen zusätzlich vor Sonneneinstrahlung. Ist frei von Duftstoffen und zart getönt. Schön, also das finde ich auch super. Das nächste, was wir haben, ist eine Lift Integral, eine Hals- und Dekolleté-Creme. Ja, sowas kann man immer gut gebrauchen, würde ich sagen. Vor allen Dingen finde ich, wenn das da drauf steht, dann nutze ich es auch dafür. Ansonsten vergesse ich den Hals schon mal gerne und ich glaube, am Hals spätestens sieht man dann das Alter. Und da die Brigitte Box sich ja jetzt nicht gerade an 18-jährige Mädchen richtet, sondern so an Frauen, sagen wir mal so um die 30, lohnt sich das auf jeden Fall da schon anzufangen, kräftig zu cremen am Hals. Sehr schön. Also das werde ich gerne mal ausprobieren. Genau. Also die Originalgröße hat mit 50 ml einen Wert von 55 Euro, sodass diese 10 ml ungefähr einen Wert von 10 Euro haben. Oder? Ja, würde ich sagen. Und hier steht Folgendes drin. Das ist eine apothekenexklusive Marke für Hals und Dekolleté mit einem aufpolsternden Effekt. Die enthaltenen Extrakte aus Mahagoni und der purpurnen Tulpe können die Haut straffen und feine Linien und Fältchen auffüllen. Hyaluron-3-Konzentrat glättet die Haut und versorgt sie mit zusätzlicher Feuchtigkeit. Okay, und es soll sich wohl wie geliftet anfühlen. Also ihr seht ja, ich habe ja schon eine ganz schöne Hals, sag ich mal, Falte. Und ich werde mir das jetzt direkt mal auftragen und mal gucken, ob das A, wie diese Creme ausschaut. Ja, die ist leicht lila auch, also so rosa. Und, oh, die riecht gut. Mhm. Massieren wir das doch gleich mal ein. Oh, das ist sehr schön feuchtigkeitsspendend. Das merke ich schon direkt. Das riecht ganz angenehm. Okay, ja, das ist schön. Okay, dann werde ich das jetzt demnächst einfach mal viel cremen und aufs Dekolleté kann man sich es auch schmieren. Aber das fühlt sich richtig gut an, muss ich sagen. Nicht zu fettig,
aber reichhaltig genug, dass es schön einzieht und ja, sehr, sehr gut. Aber aufgepolstert und geliftet sehe ich jetzt noch nicht aus, ne? Noch nicht, kriegen wir noch hin. So, weiter geht's und zwar mit einem Haarspray. Das finde ich ja echt super. Duftneutral ist das, wohl ein ultra feines Haarspray von Elnett. Schade, dass es duftneutral ist, denn ich mag eigentlich den Duft von Elnett Haarsprays, muss ich sagen. Und ich brauche immer eins, einfach, wenn ich mir gerade mal Wellen mache, mache ich jetzt nicht so oft, aber ab und zu. Jetzt werde ich mir das mal hier aufsprühen, warte mal. Boah, es war ein bisschen zu viel. Shit, hier vorne hin gleich zu viel. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht hinten in meine Kerze reinsprühe. Ja, das riecht wirklich nach nichts. Okay, gut, wenn man Parfum trägt, ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man dann nicht diesen starken Elnett-Geruch hat. Also eigentlich finde ich es doch ganz gut, dass es die Möglichkeit gibt, weil man nimmt das schon stark wahr von Elnett. Und das Spray ist eigentlich gut. Insofern, wenn euch der Duft bislang immer gestört hat, ist es eigentlich schön, dass man hier mal eine Option ohne hat, ne? So, dann haben wir, das ist ja voll geil, von L'Oreal, dieses Magic Retouch. Und ich kenne das von meiner Mutter und die ist total begeistert davon. Und das ist jetzt witzigerweise auch in, ich würde sagen, in meiner Haarfarbe, dunkelblond bis hellbraun. Ich weiß nicht genau, ob das für mich passt. Das werde ich jetzt nicht live ausprobieren, denn ich habe noch nicht so einen krassen Ansatz jetzt. Aber wenn ich ihn habe, dann werde ich es auf jeden Fall mal testen. Ich glaube, das soll halt, wie heißt es? Es soll halt graue Haare abdecken. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch einen dunklen Ansatz abdeckt, oder? Also wenn das jetzt, dass das den ein bisschen heller macht. Das werde ich auf jeden Fall mal testen. Und hier drin sind wohl bis zu 30 Anwendungen. Und ich weiß nicht, ob es sich dann direkt auswäscht. Das weiß ich nicht genau. Schädigt das Haar nicht für den täglichen Gebrauch zwischen zwei Kolorationen. Selbst für graue Haare. Passt sich harmonisch ihren Haarlängen an. Schnell trocknend. Also das ist super. Gerade wenn man dann keinen Ansatz will. Also ich kann mir vorstellen, dass die Farbe sehr gut zu mir passt. Da habe ich jetzt echt Glück gehabt. Vielleicht konnte man das auswählen. Das weiß ich natürlich jetzt nicht genau. Ich schaue mal gerade hier rein. Es sind auf jeden Fall unterschiedliche Varianten, können da drin sein. Das interessiert mich doch sehr. Das wollte ich mir letztens nämlich schon mal kaufen. Da gab es das aber gar nicht in dem Laden. Ich wollte das, glaube ich, im Rewe holen. Da hatten die das aber nicht. Aber im DM oder so findet ihr das, denke ich, ne? Sehr cool. Werde ich austesten. Und dann werde ich euch updaten. So, und jetzt sehe ich hier was. Hier gibt es ein Parfum. Das war ja auch noch nicht drin. Also diesmal ist die Box richtig cool. Mal gucken, was das für ein Duft ist. Eclat steht drauf. Eclat. Nummer 154. Ach, es könnte sein, dass das so Dupes sind. Eklar, ist das nicht auch so eine Dupe-Marke? Könnte sein, ne? Nummer 154. Mal gucken, was das für ein Duft sein soll. Oh, das riecht nicht schlecht. Moment. Man riecht es so schon. Was ist das? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Es könnte irgendwie so ein ganz bekannter Duft sein. Was ist das jetzt? Mir fällt das nicht ein. Aber ich schreibe es euch natürlich hin, wenn ich dann später nach dem Video schaue. Es sieht super elegant aus, muss ich sagen. Und das ist auch ein magnetisierter Sprüher. Also es fühlt sich super hochwertig an. Ich habe bei manchen teuren Parfums das nicht, dieses Gefühl, dass man so eine schwere Kappe hat, die dann wirklich hier so gut schließt. Das macht es sehr hochwertig, muss ich sagen. Und jetzt muss ich mal hier reingucken, ob da irgendwas drin steht, was das für ein Duft ist. Oh, Duftzwillinge, genau, Parfumzwillinge. Und hier gibt es dann auch einen Rabattcode. Und hier können wirklich unterschiedliche Düfte drin sein. Nummer 404, 190, 51 und so weiter. Und ich glaube, dann könnt ihr bei der Seite mal gucken, was das dann ist. Ich werde euch mal einblenden, was die 154 ist. Ich kann es gerade nicht sagen, aber es ist irgendwie, es riecht nicht schlecht, aber es wäre, glaube ich, kein Duft, den ich mir kaufen würde. Aber es ist ein gefälliger Duft. Ach doch, vielleicht schon. Auf meiner Haut riecht es jetzt süßlich irgendwie. Es ist wirklich irre. Ich glaube, meinem Mann würde es gefallen. Es riecht nicht schlecht. Ich bin sehr gespannt, was das sein soll, quasi als Dupe sozusagen.
Dann haben wir noch einen Deo-Stick. Okay, haben wir jetzt mal zwei Deos. Finde ich aber nicht so schlimm. Es ist nämlich von derselben Marke und es ist einmal ein medizinischer Mini-Deo für sensible Haut und einmal einer zum Sprühen. Also insofern kann man einfach beide von dieser Firma mal ausprobieren. Die Firma nennt sich CL. Ich kenne die gar nicht. Hier ist kein Zink, kein Aluminium und kein Alkohol drin, keine Parabene und so weiter und so fort. Und hier soll auch keine Fleckenbildung sein und auch kein Brennen nach der Rasur. Das ist natürlich sehr schön. Ich glaube, da werde ich das tatsächlich mal testen. Weil ich finde auch die ganzen Naturkosmetik-Deos, die brennen auch ganz schön, gerade durch diese Zitronengeschichten, die da meistens drin sind. Ich finde das zwar super toll vom Duft, aber es brennt natürlich, wenn man frisch rasiert hat. Deswegen, das werde ich auch mal gerne testen. So, dann haben wir eine Nachtcreme mit Eukalyptus und Minze. Das hört sich ja erstmal ein bisschen komisch an. Hier steht Perfect for Skin Repairing, Soothing Irritation and Inflammation of the Skin. Ich hätte es jetzt eher genau anders gedacht. Ich hätte gedacht, dass Eukalyptus und Minze garantiert total reizt. Aber anscheinend soll es genau das Gegenteil bewirken. Allerdings steht hier auch, wenn Rötungen auftreten, soll man es nicht weiter verwenden. Es sieht aus wie so ein Professor Herb steht hier. Das sieht irgendwie aus wie der, wie irgendein Professor von Max und Moritz oder so. Das sieht aus wie so eine gezeichnete Figur, ne? Ganz witzig. Ich riech mal hier dran. Ja, das riecht echt nach Minze. Ich glaube, das kann ich nicht im Gesicht verwenden. Das ist ganz schön stark. Ich glaube, das werde ich mal jemand anderes testen lassen. Ich weiß schon, dass ich sowas wahrscheinlich nicht so ganz vertrage. Aber wenn ihr nicht so eine sensible Haut habt, dann könnte man das ja mal ausprobieren. Ich werde mir das mal durchlesen. Aber Minze in meinem Gesicht, da komme ich nicht drauf klar. Ich weiß schon, ich reagiere auf so Duftstoffe extrem. Das ist allerdings eine sehr teure Creme, sehe ich gerade. Und zwar, Eukalyptus und Minze wird eine antibakterielle sowie wundheilende Wirkung zugeschrieben. Daher vereinen sich diese beiden Powerprodukte aus der Natur in der Nachtcreme von Professor Herb. Sie soll die Kollagenproduktion anregen und die Haut mit Feuchtigkeit versorgen. Die Elastizität sowie die Zellerneuerung über Nacht wird unterstützt. Das könnte für meinen Mann ganz interessant sein. Der hat fettige Haut und der mag diesen Duft auch. Der reagiert auch nicht auf Duftstoffe. Ich werde das, glaube ich, mal an ihm austesten. Und die Konsistenz sieht so leicht aus, dass das für ihn auch passt, weil der mag nichts, was so fettig ist, ne? Ja, okay. Und jetzt haben wir hier noch etwas, was mir auch sehr gelegen kommt, und zwar von Compete ein High Heel Blasenpflaster, und zwar eins, was man sich hinten reinmachen kann. Das ist super. Wenn ihr neue Pumps habt, gerade bei Pumps ist es eine Katastrophe teilweise, dass es so ein bisschen reibt und dass man an der Ferse wirkliche Probleme hat. Ich liebe Compete. Ich kaufe mir nur diese Compete-Pflaster, wenn ich so Probleme habe. Und ich habe von denen auch einen Blasenstick, den ich vorher drauf mache, wenn ich schon weiß, wo ich Probleme bekommen könnte. Wenn es eine lange Nacht ist, wie jetzt zum Beispiel Silvester oder sowas, ne? Wo man viel tanzt oder so. Ja, da ist das Gold wert. Oder wenn man im Urlaub ist und dann viel High Heels anzieht, da habe ich das eigentlich immer dauerhaft mit, ne? Ja, sehr schön. Also kommt bei mir direkt in die Schublade mit Pflaster. Dann bin ich gewappnet. Also mir hat die Box sehr gut gefallen. Es war diesmal was komplett anderes drin als sonst. Mit diesem Duft finde ich total genial. Ich muss jetzt gleich mal gucken, was das ist. Auf jeden Fall, es riecht ziemlich gut, aber ich kann es noch nicht so ganz einordnen, muss ich gestehen. Dekolleté-Creme gefällt mir. Shampoo werde ich auf jeden Fall austesten. Das ist immer gut. Dann auch diese Creme, ne? Das ist einfach mal was anderes. Werde ich auch testen. Oder meinen Mann zumindest. Ansatzkaschierspray werde ich euch auf dem Laufenden halten. Dann haben wir noch einen Lippenbalm. Dann haben wir zwei unterschiedliche Deos mal zum Ausprobieren. Die Gugelhupf. Die sind toll. Auf jeden Fall. Dann haben wir, ja genau, den Duft. Mascara von L'Oreal. Ich habe auch gerade gesehen, die kostet 12 Euro sogar. Die ist richtig teuer. Dann haben wir den Haarspray von Elnett. Ein Sekt war noch mit dabei. Die Zeitschrift Brigitte natürlich. Und ich blende euch einfach mal hier den Gesamtwert ein. Ich schätze mal, wir kommen locker auf über 100 Euro, würde ich jetzt sagen. Wenn ihr die Box mit Rabatt kauft, also mein Code heißt Franka, dann spart ihr 5 Euro. Dann bekommt ihr sie ja für 24,95 und dann hat man, wir haben meistens bei dieser Box so den 4- bis 5-fachen Wert. Ich finde, das lohnt sich ganz gut, vorausgesetzt natürlich, euch gefallen die Produkte.
Und wenn sie euch gefallen und ihr sie bestellen wollt, schaut gerne in die Infobox für die weiteren Infos. Und wenn ihr sie gewinnen wollt, gerne teilnehmen wollt am Gewinnspiel, dann müsst ihr nichts weiter tun, außer Abonnent meines Kanals sein, dem Video bei Gefallen einen Daumen nach oben geben, einen lieben Kommentar hinterlassen, gerne mit dem Hashtag Brigitte, dann wandert ihr in den Lostopf und ich lose ungefähr so in einem Monat einen Gewinner aus. Schaut gerne euch auch noch meine anderen Videos an, gerade zu dem Brigitte Box Adventskalender, Pink Box und so weiter. Das habe ich alles schon gemacht, so eine kleine Sneak Peek, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und bald öffne ich die auch komplett. Ich bin sowieso gerade voll im Adventskalender-Fieber. Ich habe schon ganz viele geöffnet und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da mal einschaltet. Ansonsten könnt ihr hier abonnieren. Hier gibt es noch zwei der letzten Videos. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.